Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Heute geht es wieder um die 5 Minuten RAW Challenge. Das bedeutet, ihr schickt mir Bilder zu, RAW-Dateien. Ich habe 5 Minuten dafür Zeit, die zu bearbeiten, ohne sie vorher gesehen zu haben. Und ich freue mich, dass ihr immer wieder da mitmacht und so viele Bilder einsendet. Könnt ihr auch weiterhin tun. Wie das Ganze funktioniert, steht alles unten in der Videobeschreibung. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß. Heute gibt es wieder 2 Bilder und ich würde gar nicht lange groß drum herum reden, sondern einfach direkt anfangen. Wir packen 5 Minuten auf die Uhr und mit dem ersten Bild geht es genau jetzt los. So, wir haben jetzt hier ein Foto, was relativ unterbelichtet aussieht. Aber auf der anderen Seite haben wir einen Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang, je nachdem. Und da haben wir natürlich sehr starke Highlights mit dabei, die auf der anderen Seite das Histogramm natürlich wieder rechts anstoßen lassen. Von daher ist an dieser Stelle hier alles richtig gemacht worden, das ganze Bild so ein bisschen unterzubelichten, denn die Möglichkeit, tiefe Bildbereiche, also dunkle Bildbereiche, wieder was herauszuholen, ist wesentlich höher, als das bei den Lichtern ist. Das werde ich jetzt auch einfach mal tun. Ich werde jetzt hier die Tiefen einfach mal so ein bisschen hochziehen und du siehst schon, wie viele Details wir hier aus diesem Bild noch theoretisch herausholen können. Und in dem Fall würde ich jetzt auch diese Tiefen mal wirklich relativ hochziehen, so auf ungefähr 90, damit wir hier einfach noch alle Details drin haben. Und dann werde ich auch einfach mal gucken, was passiert, wenn ich jetzt die Lichter noch ein bisschen abdunkle. Ja, die würde ich nicht zu doll machen, denn das sieht dann schon wieder komisch aus. Also ungefähr minus 40 hier, da sind wir in einem ganz guten Bereich. Du siehst jetzt auch schon am Histogramm, wir stoßen jetzt hier auf der rechten Seite nicht mehr an, auf der linken Seite noch so ein bisschen, finde ich aber gar nicht schlimm, denn beim Sonnenuntergang hat man durchaus auch schon Schatten mit dabei, die sehr, sehr dunkel sind und von daher kein Problem, wenn hier ein paar Schwarzwerte mit dabei sind. So, mit gedrückter Alt-Taste werde ich jetzt hier noch wieder den Weißpunkt setzen, ungefähr die Weißwerte hier auf plus 25 stellen, die Schwarzwerte, die kann man auch noch ein bisschen weiter runterdrehen, einfach damit wir wieder ein bisschen Kontrast hier drin haben. So gefällt mir das schon ganz gut. So, ein bisschen die Belichtung noch nach oben setzen. Ich denke mal, so passt das schon. Ein bisschen Kontrast gebe ich noch rein ins Bild. Ah, reicht aber auch die plus 5 hier aus. Dadurch, dass es ein Sonnenuntergang ist, würde ich das ganze Bild noch ein bisschen wärmer gestalten. Ich probiere jetzt hier einfach mal aus, wie das Ganze aussieht, wenn ich das hier mal auf Schatten stelle. Gefällt mir echt ganz gut. Ich werde jetzt auch noch einen kleinen Verlaufsfilter hier mit reinsetzen und hier einfach erstmal wieder alle Effekte rausnehmen und die Belichtung noch so ein bisschen nach unten setzen und dann einfach mit gedrückter Shift-Taste hier nochmal so einen kleinen Verlauf reinziehen, um den Himmel noch so ein bisschen dunkler zu gestalten. Natürlich wollen wir aber das Ganze an gewissen Stellen wieder ausmaskieren. Dafür nehme ich jetzt einfach mal den Pinsel und mal das Ganze hier mit gedrückter Alt-Taste. Dann haben wir nämlich hier den Minuspinsel so ein bisschen wieder hier raus. Ja, den kann man auch noch ein bisschen vergrößern, indem ich jetzt hier die Größe einfach mal ein bisschen weiter nach oben stelle. Und dann können wir hier ganz easy das Ganze hier oben wieder rausradieren quasi. Genauso hier oben und hier auch noch so ein bisschen. Ja, dann haben wir wirklich nur den Himmel, der davon betroffen ist. Okay, gehen wir mal weiter runter. So ein bisschen Dynamik werde ich noch mit reingehen, obwohl das Bild eigentlich schon sehr gesättigt ist. Aber so ein bisschen kann man das hier noch machen, denke ich mal. Und irgendwie fände ich die Idee witzig, wenn die Lampe hier schon leuchten würde. Von daher machen wir das Ganze einfach mal. Machen wir diese Lampe mal an. Ich nehme hier mal einen Radialfilter und werde jetzt mal die Belichtung auf plus 4 Blendenstufen stellen. Die Temperatur packe ich ganz nach oben. Und jetzt werde ich hier einfach mal so einen Radialfilter mal aufziehen. Einfach mal schauen, ob der schon ausreicht. Ich denke nicht. Ja, da muss noch ein bisschen mehr kommen. Wir müssen den auch von der Größe her nochmal so ein bisschen anpassen, dass der nicht zu sehr überstrahlt über die Lampe hinaus, sondern wirklich nur in der Lampe ist. Und wenn das jetzt hier nicht ausreicht, wie es jetzt in dem Fall hier ist, dann drücke ich einfach mal mit Rechtsklick rein und sage hier nochmal duplizieren. Und dann haben wir hier eine richtig schöne Lampe, die an ist. Die können wir jetzt in dem Fall vielleicht auch mal nur auf 3 Blendenstufen plus stellen. Und dann drücke ich einfach mal auf fertig. Ja, so hundertprozentig gefällt es mir noch nicht, weil es hier außerhalb der Lampe auch noch so ein bisschen überstrahlt. Machen wir es lieber mal noch ein bisschen so, ein bisschen kleiner hier. Und dann sieht das Ganze doch schon wesentlich besser aus. Ich werde jetzt auch nochmal gucken, den zweiten hier, den werde ich auch nochmal kurz bearbeiten. Und auch den noch ein bisschen kleiner machen. Ah, so gefällt mir das schon wesentlich besser. Jetzt packen wir den hier wieder drüber. Und jetzt haben wir eine Lampe, die doch wesentlich besser aussieht. Sehr schön. Okay, dann gehen wir mal auf jeden Fall noch weiter runter in die Detailspalette. Ich werde jetzt hier das Bild noch schärfen auf 80 ungefähr. Das Ganze mit gedrückter Alt-Taste wieder so ein bisschen ausmaskieren, wie man das Ganze kennt. Wenn du das noch nicht kennst, wenn du mit Lightroom noch nicht so konform bist, schau einfach mal in meine älteren Videos. Da wird das alles erklärt,
wie man das genau machen kann. So, dann gehen wir noch weiter runter in die Effekte. Ich will noch so eine kleine Vignette um das Bild herumsetzen. Ungefähr minus 10, das reicht schon vollkommen aus. Und ein bisschen Dunst entfernen geben wir auch noch mit dazu. Einfach um noch ein bisschen mehr Kontrast hier reinzubringen. Plus 12 ungefähr, sieht gut aus. Das gefällt mir so schon richtig, richtig gut. Dann gehen wir noch mal kurz in die HSL-Tabelle rein. Denn ich möchte noch so ein bisschen was an den Farbtönen ändern. Ich möchte das Gelb noch so ein bisschen mehr Richtung Orange bringen. Da siehst du jetzt gerade am Himmel, was passiert. Das sieht richtig gut aus. Und das Orange werde ich auch noch so ein bisschen weiter Richtung Rot bringen. Einfach, um hier noch so ein bisschen mehr diese Abenddämmerung reinzubringen. Okay, viel mehr kann ich gar nicht machen, weil jetzt sind die 5 Minuten schon um. Ich würde hier gerne noch ein bisschen was machen, aber das ganze Format heißt 5 Minuten Wort Challenge und von daher haben wir auch nur 5 Minuten. Ganz kurz, vorher, nachher. So sah das Bild vorher aus. So sieht es jetzt nach der Bearbeitung aus von 5 Minuten. Ich denke, man kann auch eine ganze Menge mehr machen, aber in dem Fall waren das jetzt meine 5 Minuten hier. Ein bisschen sehe ich auch gerade noch, muss man hier nochmal ausbessern an der Lampe. So ein kleines bisschen steht das Ganze hier rechts und links noch über. Aber das kann man ja dann im Nachgang noch machen. Vorher, nachher. Perfekt. Das war jetzt das erste Bild. Und jetzt schauen wir uns gleich mal das zweite Bild an. Gehen wir mal eins weiter. New York. Perfekt. Skyline von New York ist auf jeden Fall was, was ich auch definitiv mag. Übrigens, wenn du Bock auf New York hast, im September geht's nach New York. Und zwar eine Woche Fotoworkshop mit mir zusammen. Wenn du da Bock drauf hast, schau einfach mal auf meinen Online-Store vorbei, www.stefanschäfer-store.de. Da kannst du diese Reise buchen. Da ist alles mit dabei, Flüge, Hotel und so weiter und so fort. Wir sind auch einmal auf dem Rockefeller Center oben drauf. Das ist noch mit dabei, eine Metro-Karte ist komplett mit dabei für die gesamte Woche. Also schau da einfach mal vorbei, wenn du da Interesse hast, eine Woche New York. Übrigens über den 11. September, wo diese Laserstrahlen in den Himmel geschossen werden, in Gedenken an das alte World Trade Center und vor allem an die Opfer natürlich. So, das war genug Werbung. Lass uns starten mit den nächsten 5 Minuten. Ich würde sagen, los geht's. Bei diesem Bild fällt mir mal direkt auf, es ist natürlich zur blauen Stunde aufgenommen. Es ist insgesamt sehr, sehr bläulich, was jetzt gar nicht so schlimm ist. Aber vielleicht drehen wir da noch so ein bisschen was an den Farben. Ich werde als erstes mal hier so ein bisschen die Lichter runtersetzen, weil die sind schon relativ überstrahlt, obwohl jetzt das Histogramm das hier gar nicht so sehr anzeigt. Aber die sind hier teilweise schon relativ stark, diese Lichter. Von daher drehe ich die mal relativ weit runter und genauso die Weißwerte gehen auch noch so ein Stück weiter nach unten. Ich denke mal, so ist es schon ganz gut. Die Tiefen werde ich noch ein bisschen aufhellen. Das Histogramm stößt jetzt hier an der linken Seite auch so ein bisschen an. Werde ich ungefähr auf plus 50 setzen. Und dann haben wir hier schon ganz guten Wert. Jetzt werde ich mal mit dem Weißabgleich so ein bisschen gucken. Ich werde jetzt einfach mal so ein bisschen herumexperimentieren. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob das wirklich gut wird, was ich jetzt hier mache. Aber das ist einfach so ein bisschen, ja, probieren, experimentieren. Und ich glaube aber, wenn wir das Ganze hier so ein bisschen wärmer ziehen, na, ich gehe jetzt mal hier auf ungefähr 7000 Kelvin, dann sieht das Ganze für mich zumindest persönlich doch ein Stück weit besser aus, als wenn es ganz bläulich ist. Vielleicht machen wir so 6500 Kelvin. Das ist so ein guter Kompromiss, aber ich glaube, dass wir dadurch deutlich was gewinnen. Ein bisschen Kontrast gebe ich noch hier mit rein und ich würde ganz gerne die Stadt noch so ein bisschen, ja, herausbringen aus dem Ganzen. Also hier vorne den Vordergrund, der gefällt mir so schon ganz gut, aber ich würde gerne mit dem Pinsel jetzt noch so ein bisschen mehr Kontrast und auch so ein bisschen Klarheit noch in die Stadt bringen. Und das werde ich jetzt einfach mal tun. Pinsel genommen hier, mit gedrückter Alt-Taste habe ich mal alle Effekte rausgenommen und dann werde ich hier noch so ein bisschen Kontrast reingeben. Ungefähr, ja, machen wir es am Anfang mal ein bisschen stärker, damit man es besser sieht. 75 und ich werde jetzt hier auch einfach mal die Klarheit hochsetzen. Das würde jetzt am Anfang relativ komisch aussehen, aber ich setze dann diesen Effekt noch so ein bisschen wieder zurück. Aber ich male jetzt hier einfach mal so über die Stadt rüber, um hier einfach mal das Ganze noch so ein bisschen mehr zu betonen. So, gehen wir hier einfach mal hier bis hinten rüber. Hier malen wir nochmal rüber. Das World Trade Center muss natürlich auch einmal bis ganz nach oben angemalt werden. Die ganzen Hochhäuser hier darf man nicht vergessen. Und das Ganze geht bis hierhin. Das gefällt mir so eigentlich schon ganz gut. Ein bisschen viel Kontrast. Das nehmen wir so ein bisschen zurück. Klarheit nehmen wir auch so ein bisschen zurück. Das war jetzt einfach erstmal nur, damit man es sieht. Aber das gefällt mir so schon echt ganz gut. Okay, dann drücke ich hier gleich wieder auf Fertig. Und wir werden insgesamt von der Dynamik her noch ein kleines bisschen nach oben gehen, ungefähr auf plus 10. Und dann gehe ich mal als nächstes in die HSL-Tabelle rein, weil ich möchte mit diesen Blautönen noch so ein bisschen arbeiten. Ja, also als erstes möchte ich die Blautöne so ein bisschen entsättigen, weil mir die einfach zu stark in dem Bild sind. Also ungefähr minus 15 hier von der Sättigung in den Blauwerten und in den Aquamarinwerten gehe ich auch noch so ein bisschen raus, ungefähr minus 10. Und dann werde ich den Farbton von dem Blau noch so ein bisschen verändern. Und zwar so ein bisschen weiter Richtung Türkis. Nicht zu viel, aber so, wenn wir hier auf minus 11 gehen, das finde ich schon ganz cool.
Okay, perfekt. Dann werde ich als nächstes natürlich auch hier wieder das Bild schärfen. Es sieht irgendwie so ein bisschen unscharf aus, aber es täuscht vielleicht auch, weil die Lichter so überstrahlt sind. Aber so ein bisschen unschärfer hat es irgendwie das Bild, glaube ich. Ich werde mal gucken, was passiert, wenn ich jetzt hier das Bild nochmal schärfe, den Betrag auf 80 setze. Und dann werden wir das Ganze natürlich auch wieder so ein bisschen ausmaskieren mit gedrückter Alt-Taste. Alles, was schwarz ist, wird nicht geschärft. Alles, was weiß ist, wird geschärft. Auch das sollte dir inzwischen bekannt sein. Und das sieht doch so schon ganz gut aus. Okay, dann gehen wir nochmal weiter runter in die Effekte. Ich werde auch hier wieder eine kleine Vignette erstellen, um den Betrachter des Bildes einfach so ein bisschen zu lenken in den Bildmittelpunkt. Das gefällt mir so schon ganz gut. Und dann werden wir jetzt hier vielleicht noch so ein paar kleine Lichtspots setzen, hier vorne auf den Stein, einfach um es so ein bisschen interessanter zu machen. Dafür werde ich jetzt hier auch hier wieder die Effekte komplett zurücksetzen in dem Radialfilter. Und dann die Belichtung hier so ein bisschen hochdrehen und so ein paar kleine Lichtspots hier einfach setzen. Man muss immer darauf achten, dass man die Belichtung jetzt hier nicht zu hoch setzt. Aber es ist quasi so ein kleines Dodge and Burn. Und wenn man das nicht zu doll macht, dann fällt es gar nicht groß auf. Aber es macht schon einen großen Unterschied im Bild aus. Ja, mit gedrückter rechter Taste dupliziere ich das Ganze jetzt hier einfach immer. Und setze hier einfach so ein paar Punkte vorne hin. Einen machen wir noch. Den bringen wir vielleicht hier nochmal hin. Genau. Okay, dann drücke ich auch hier wieder auf Fertig. Jetzt schauen wir einfach mal, ich werde noch mal in die Objektivkorrekturen reingehen. Profilkorrekturen sind schon aktiviert, die chromatischen Aberrationen werde ich noch entfernen. Das gefällt mir so schon ganz gut. Und ich werde noch so einen kleinen Verlauf von unten setzen und da das Ganze noch mal von der Belichtung her so ein bisschen abdunkeln, weil mir das hier vorne einfach noch ein bisschen zu hell ist. Ja? Die Steine sind mir noch ein bisschen zu hell. Von daher geht es hier noch so ein bisschen runter mit der Belichtung auf ungefähr minus 0,8. Dann drücke ich hier auf Fertig. Ich denke mal, so kann man das Bild schon lassen. Die Zeit ist auch genau jetzt abgelaufen. Von daher machen wir jetzt hier einfach nochmal den Vorher-Nachher-Vergleich. So sah es vorher aus und so sieht es jetzt aus. Ja, also nicht so viel passiert. Natürlich viel an den Farben gearbeitet. Ein bisschen die Stadt noch herausgeholt, dass man da ein paar mehr Details drin hat. Aber ansonsten war das eine, ja, relativ normale Bearbeitung, würde ich mal sagen. Okay, das war's zu diesen beiden Bildern. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Du konntest vielleicht auch so ein bisschen was lernen, für deinen eigenen Workflow ein bisschen was rausziehen. Wenn dem so ist, dann gib dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Wenn du Fragen hast oder was anders machen würdest, auf jeden Fall unten in die Kommentare damit. Wenn du es noch nicht getan hast, den Kanal natürlich abonnieren, dann verpasst du keine weiteren Videos mehr. Zwei Videos pro Woche kommen raus, immer mittwochs und immer sonntags solltest du auf jeden Fall auf YouTube am Start sein. Wie gesagt, schau mal in meinem Online-Store vorbei. Wenn du Bock auf Workshops hast oder ein Videotraining erwerben möchtest zum Thema Lightroom, gibt es da auch ein sehr umfangreiches und dann hast du da alle Möglichkeiten. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin viel Spaß beim Bearbeiten und Fotografieren. Ciao.